Willkommen zurück im Dschungel in Indien. Da hinten sehen wir diesen gefährlichen Tiger. Der Tiger scheint dort hinten zu rasten. Er wimmert, als ob er Schmerzen hat. Vielleicht ist er verletzt. Nein, ich bin eher der Hundetyp. Aber mal Was? im Ernst, ist es wirklich eine gute Idee, einen Tiger anzulocken, ohne zu wissen, wohin man ihn locken soll? Da drin gibt es bestimmt widerliche, fette Blutegel. Dieser Anblick ist mir nicht unbekannt. Beruhigend, dass es hin und wieder auch die Kollegen trifft. Solange der Tiger dort hinten im Wasser ist, sollte ich alles vermeiden, was ihn auf mich aufmerksam machen könnte. Dazu gehört übrigens auch das Klettern auf Bäume. Okay, was haben wir denn hier? Da kann ich ja gar nichts an, Liane. Eine besonders dicke Liane. Sie sitzt fest und lässt sich nicht abziehen. Welch Wunder. Okay, was haben wir denn so? Diese Pilze kenne ich nicht. Bevor ich daraus ein Ragout koche, sollte ich besser einen Experten fragen, ob sie überhaupt genießbar sind. Ein angenehm würziger Geruch. Kann mir vorstellen, dass sie auch ganz gut schmecken. So, kann ich davon irgendwas hier in den Topf tun? Nee. Das Ding in Wasser eintunken kann ich auch nicht. Haben wir sonst noch was hier? Nö. Gut, mit dem wollen wir scheinbar nicht reden. Oder geht's doch? Hallo? Hallo! Irgendwelche Fortschritte bei der Tigerjagd? Komisch, dass die alle Englisch können. Ja, ich habe den Tiger entdeckt. Er hält sich tatsächlich noch hier in der Nähe auf. Ja, ich habe den Tiger gesehen. Er hält sich tatsächlich noch in der Nähe auf. Ich hab's dir ja gesagt. Ich glaube auch den Grund für den nächtlichen Angriff aufs Dorf zu kennen. Der Tiger scheint verletzt zu sein. Er wimmert im Sumpf kläglich vor sich hin. Das würde zumindest erklären, warum er sich so aggressiv verhält. Was auch immer der Grund sein mag. Solange der Tiger in der Nähe ist, bleibe ich in meiner Hütte. Und auch du solltest keinen falschen Heldenmut beweisen. Ich habe aber nun mal versprochen zu helfen. Wie du meinst. Gibt es sonst noch was? Ich wollte nochmal versuchen, ihnen die Angst vor dem Tiger zu nehmen. Er hält sich im Sumpf auf und ich denke nicht, dass er wirklich eine Gefahr darstellt. Du glaubst, ich weiß. Ich wiederhole mich nur ungern. Aber solange der Tiger nicht verschwunden oder tot ist, setze ich keinen Fuß vor die Tür dieser Hütte. Also schön. Ich widme mich wieder der Lösung des Problems. Ich habe im Dschungel diese sonderbaren Pilze entdeckt. Kann man sie essen? Kann man die essen? Das würde ich an deiner Stelle nur tun, wenn du unter starken Schmerzen oder Schlafstörungen leidest. Die Pilze enthalten ein natürliches Beruhigungsmittel. Wir behandeln damit kleinere Verletzungen. Ich habe aber auch schon von einem Brahmanen gehört, der Operationen an verletzten Haustieren durchführt und die Tiere mit dem Gift aus diesen Pilzen während der Behandlung betäubt. Klingt interessant. Verfüttert man die Pilze vorher an das Tier? Nein, das Betäubungsgift muss ins Blut gelangen. Die Pilze werden gekocht und der austretende Saft dann gespritzt. Es erfordert einige Erfahrung, die richtige Dosierung zu ermitteln. Etwas zu viel von dem Gift kann selbst einen großen Wasserbüffel außer Gefecht setzen. Keine Sorge, Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Mhm. Ich habe diese zwei schwarzen Steine gefunden und frage mich, ob sie wertvoll sind. Auf dem Dorfplatz habe ich diese glatten, glitzernden Steine gefunden. Sie sehen wertvoll aus. Das sind einfache Feuersteine. Du kannst sie behalten. Dankeschön. Sage ich doch Feuersteine. Dann will ich mal sehen, was ich ausrichten kann. Ich schaue dann mal, was ich ausrichten kann. Viel Glück. So, probieren wir es nochmal. Ging natürlich vorher nicht. Das trockene Schilf hat sofort Feuer gefangen. Und nun werden sich auch die Holzscheite entzünden. So, der Krug auf die Feuerstelle. Warum soll ich den leeren Tonkrug aufs Feuer stellen? Weil ich's dir sage. Hinein mit euch. Fein, wenn es stimmt, was der Alte sagt, kann ich die Pilze zu einem Narkosemittel verkochen. Das geht aber fix.
Aus den Pilzen tritt ein dunkler Saft aus. So. Der Krug ist zu heiß, um ihn mit bloßen Händen aus dem Feuer zu holen. Ah, ich hasse dich. Mit den Kräutern kann ich vielleicht die Ziege anlocken? Vielleicht kann ich die Ziege ja mit den Kräutern anlocken. Sie muss doch mittlerweile sehr hungrig sein. Wusste ich's doch. Ich nehme das Zicklein mal mit. Genau. Die Ziege ist dem nächtlichen Angriff des Tigers entkommen. Und bis die Gefahr endgültig gebannt ist, kümmere ich mich um das arme Tier. Und kochen es. Mit dem Tuch vielleicht? Gut, mit Hilfe des Lappens kann ich den heißen Krug aus dem Feuer nehmen. Okay, jetzt haben wir die Pilzsuppe. Gute Idee. Auf die Weise könnte ich einen Betäubungspfeil basteln. Leider ist das Ding aber noch weit von einem Pfeil entfernt. Wegen der fehlenden Stabilität könnte man damit kaum etwas gezielt treffen. Bevor mir dafür eine Lösung eingefallen ist, sollte ich den Pfeil in Spe lieber nicht mit dem Narkotikum scharf machen. Okay, du willst also einen Pfeil daraus machen? So könnte ich mir ein funktionstüchtiges Blasrohr basteln. Leider würde dieser Pfeil niemals stabil genug fliegen, um damit wirklich etwas treffen zu können. Und falls es doch mal einen Zufallstreffer gibt, würde der höchstens einen Kratzer verursachen. Für die richtige Wirkung fehlt wohl noch etwas. Zusammenbinden? Ach so, na sehr klar. Gut. Ich binde die Federn mit einigen Fasern der Bastschnur an das Ende des Stabs. Nun ist es ein Pfeil, der stabil fliegen kann. Das lernt man doch schon in Minecraft. So, dann jetzt mit dem Bombusrohr, oder? Ich füge das hier erstmal ein. Ich tauche die Spitze des Pfeils in das pflanzliche Narkosemittel. Voila! Ein perfektes Blasrohr mit einem Betäubungspfeil. Na dann, schreiten wir zur Tat. Nicht wieder rumzicken. Na, jetzt hatte ich sich die Frame-Rate... Ich sollte die Deckung des Baumes lieber nicht verlassen, solange die Raubkatze dort im Sumpf herumtigert. Ja, die Frame-Rate hat sich wieder gefangen. Laber mir nicht dazwischen. Und Feuer! Ja, der Narkosepfeil würde den Tiger außer Gefecht setzen. Aber das Terrain ist für einen zielsicheren Schuss denkbar ungeeignet. Lege ich mich hier hinter dem Baum auf die Lauer und locke den Tiger her, befindet er sich bis unmittelbar vor meinem Versteck im Wasser und ich habe kein freies Schussfeld. Kommt er dann ans Ufer, steht er auch schon direkt vor mir. Und falls das Betäubungsmittel nicht schnell genug wirkt, habe ich ein 500 Pfund schweres, pelziges Problem. Ich muss dem Tiger also woanders auflauern und ihn dort auch mit irgendwas ablenken, damit er mich nicht gleich bemerkt. Vielleicht bereite ich die Falle erstmal vor, ehe ich weitere Schritte unternehme. Ja, warum auch nicht mal was einfach lösen? Solange der Tiger dort hinten im Wasser ist, dazu gehört übrigens... Ach Mann, ich mag dich nicht. Okay. Ich verbinde mal die kleine Ziege. Ich binde dem Tier ein Stück von der Bastschnur um den Hals, damit es mir nicht wegläuft. Und das verbinden wir jetzt mit der Liane, mit dem Flugzeug, mit dem Sumpf? Oder mit dem Dorf? Mit dem Dorf und dem Baum. Okay. Ich binde die Ziege an eine der Wurzeln hier. Keine Angst, hier passiert nichts. Und dann klettern wir hoch. Als Junge bin ich natürlich gern auf Bäume. Aber die Zeiten sind vorbei. Alter, warum nicht? Okay. Egal wie lange ich auf die Ziege starre, sie wird nicht tot umfallen. Eigentlich bin ich froh, dass ich sie nicht mehr mit mir herumschleppen muss. Darum lasse ich sie vorerst dort angebunden am Baum stehen. Dieser Anblick ist mir nicht unberuhigend. Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Solange der dazu gehört. Yeah.
Hier scheinbar gar nicht. Der Dschungel ist nah, also bleib ich vor. Okay. Das sind immer noch die Blutflecken, die muss ich irgendwie aufnehmen können. Das Blut ist bereits. Kann ich es abschaben? Auch nicht. Ich müsste irgendwie eine Blutspur legen, damit der Teaser, der folgt. Oh. Gehen wir nochmal in den Sumpf. Vielleicht können wir das Schilf nass machen. Nee. Kombinieren kann ich das auch nicht wirklich, ne? Das ist schon wieder schwierig, schwierig. Ich bleib besser hier und. Ja, okay. Hier brennt jetzt ein ansehnliches Feuer. Au! Düdüm. Warum soll ich den Ja, ist ja gut. Ob ich vielleicht Wasser in den Krug füllen kann? Haben wir das schon probiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube zwar ja, aber... nochmal will er nicht. Sie sitzt. Ja, das wissen wir eigentlich schon. Ich weiß aber nicht, was jetzt noch Phase ist. Vielleicht jetzt nochmal? Die Vorbereitungen für einen erfolgversprechenden Betäubungsschuss sind endlich abgeschlossen. Ich lock den Tiger zunächst ins Dorf und versteck mich dort auf dem Dorfplatz hinter dem Baum. Dann sollte die Ziege die Aufmerksamkeit des Tigers auf sich lenken, was mir die Zeit für einen gezielten Schuss mit dem Narkosepfeil verschafft. Hoffen wir nur, dass das Betäubungsmittel so wirkt, wie der Alte es beschrieben hat. Um meinetwillen und um der Ziege willen. Jetzt oder nie. Ach so, jetzt. Du hast nur einen Versuch, Fenton. Also konzentrier dich. Hast du ihn erlegt? Nein, nur mit dem Narkosemittel aus den Pilzen betäubt. Betäubt? Und was passiert, wenn er wieder aufwacht? Dann wird er sicher noch gefährlicher sein, als er es ohnehin schon ist. Schauen Sie doch, er ist verletzt, wie ich vermutet habe. In seiner Vorderpfote steckt ein langer Nagel. Ja, du hast recht. Er ist offensichtlich in eine Falle geraten. Eine Falle für Tiger? Nicht unbedingt für Tiger. Viele Bauern in dieser Gegend schützen ihre Felder und Plantagen mit solchen Stachelfallen vor allen möglichen Tieren. Wenn ein Tiger von so einer Falle verletzt wird, kann er natürlich nicht mehr wie gewohnt jagen. Und ist zu Recht übel gelaunt. Deshalb sucht er sich leichtere Beute. Hühner, Ziegen und andere Haustiere. Genau. Also schön, lassen Sie uns den Nagel herausziehen. Dann bringen wir den Burschen von hier weg und hoffen, dass er sich über kurz oder lang wieder in sein natürliches Revier begibt. Das könnte funktionieren. Dir gebührt mein Dank und der des ganzen Dorfes, Fremder. Schon gut. Vergessen Sie nicht, dass Sie mir jetzt einen Gefallen schulden. Zunächst sollten wir uns aber um unseren Patienten kümmern. In Ordnung. Ich hole einen Karren, mit dem wir ihn auf die andere Seite des Tals fahren können.
2 Stunden später. So, das wäre geschafft. Dann werde ich dich jetzt, wie versprochen, zum alten Tempel führen. Folge mir. Wir sind da. So? Ich sehe aber gar keinen Tempel. Hinter mir, in der Lagune. Was? Was soll das bedeuten, in der Lagune? Den Überlieferungen zufolge befand sich hier bis vor wenigen hundert Jahren ein enges Tal, in dem ein Tempel stand. Eines Tages nach einem schweren Sturm wurde das Tal jedoch überflutet. Und mit ihm der Tempel. Seitdem befindet sich alles, was davon noch übrig ist, auf dem Grund der Lagune. Lediglich diese Statue dort, die auf dem Dach des Tempels steht, zeugt noch von der einstigen Größe und Pracht des Bauwerks. Befinden sich womöglich unter Wasser noch intakte Bereiche des Tempels? Da bin ich überfragt. Ich kann nicht schwimmen. Deshalb habe ich nie nachgesehen. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe. Es war mir eine Freude, Fremder. Ich mache mich jetzt aber besser auf den Weg in unser Nachbardorf, um unseren Frauen zu berichten, dass der Tiger keine Gefahr mehr darstellt. Willst du mich bis in unser Dorf begleiten? Nein, danke. Ich bleib noch. Ich kann nicht so einfach unverrichteter Dinge wieder verschwinden. Wie du meinst. Viel Glück. Das werde ich brauchen. So, damit sind wir hier an diesem schnieken Tempelgelände, sage ich jetzt einfach mal. Und wir versuchen dann mal in der nächsten Folge irgendwie rauszufinden, wie wir da reinkommen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.